Oh, es gibt so viele Warzone-News. Es wurden Leaks zur neuen Map veröffentlicht. Es wurde ein Trailer auf Reddit gefunden zur neuen Map, den ich nicht zeigen kann, der auch schon wieder gelöscht wurde. Aber ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was man in diesem Video sieht und wie man sich das Ganze vorstellen kann. Ich gehe jetzt, der Trailer ist 10 Sekunden lang. Der hat eine unfassbar schlechte Qualität. Aber ich möchte dennoch mit euch da kurz durchgehen, weil ich es schon für wichtig halte, euch damit ins Boot zu nehmen. Also der Trailer fängt an mit, es sind immer so Zeitreisen. Also du siehst die Map mal heute und dann kommt so eine Zeitreise und dann siehst du die Map von früher. Und es scheint wohl so, als wird die Warzone-Map grundlegend nicht verändert, sondern nur vom Zeitfenster her. Also sprich, ähnlich wie Fortnite das auch gemacht hat, es wird wohl Verdansk bleiben, was sich aber ständig entwickelt oder umändert. Und jetzt ist es halt eben so, der Trailer beginnt eben mit dem Stadion in Verdansk, so wie wir es eben heute haben. Also das heißt, wir haben ja oben noch diese, auf der einen Seite diese Explosionsschäden, unten in der Mitte das Camp und allem drum und dran. Und wenn man das Video dann weitergeht, da kommt einmal so ein Zeitsprung und dann sieht man das Stadion, wie es in den 80er Jahren war. Da war es nämlich noch nicht fertig gebaut. Man sieht also einen Kran in dem Stadion, die Scheinwerfer schon mal so ein bisschen aufgebaut, die Tribüne steht schon so halb und im Hintergrund sieht man so ein bisschen von Downtown, wo ich auch sagen muss, dass sich die Hochhäuser auch so ein wenig verändert haben. Ein bisschen, ja, ein, zwei weniger Hochhäuser sehe ich hier tatsächlich. Muss man, also ich, wie gesagt, ich kann euch das Video leider nicht einblenden, sonst strike Activision dieses Video. Aber so viel zum Thema zur ersten Szene. Also meine Vermutung wird sein, dass Verdansk im Großen und Ganzen bleibt, sich die einzelnen Orte aber extrem ändern. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Schreibt mir gerne mal eure Kommentare oder eure Meinung dazu in die Kommentare. Sagt mir gerne mal, wollt ihr eine ganz neue Map, was komplett Neues? So wie es eigentlich auch gedacht war, so die letzten Monate. In den letzten Monaten hat man ja wirklich gedacht, dass die Fireteam-Maps aus Cold War die neue Warzone-Map werden. Das jetzt gerade ist schon wieder was ganz anderes. Es ist nichts bestätigt. Keine der Leaks waren irgendwie bestätigt. Also ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber so wie der Trailer hier aussieht, sieht ja schon sehr nach Activision aus. Sehr, sehr, sehr professionell. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das wirklich ein offizieller Trailer gewesen ist für die neue Map. Und das sieht eben jetzt nicht nach Fireteam aus, sondern es sieht wirklich aus, als ob wir Verdansk in den 80er Jahren bekommen. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Würde mich gerne mal wissen, neue Map oder alte Map, weil man sich halt eben auch so ein bisschen vertraut fühlt damit und dann aber trotzdem frischen Wind reinkriegt. Ne? Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Na, auf jeden Fall, das Stadion ist halb fertig gebaut. So, dann kommt ein Cut. Dann sieht man eine Szene aus Military Base, beziehungsweise bei dem Camp oben bei dem Military Base. Ist ja auch so ein Berg und alles, so ein bisschen Schnee. Und da ist jetzt so eine riesige Antenne. Huch, jetzt bin ich ein Stück zu weit, sorry. Das geht relativ schnell. So, genau, da sieht man so eine riesige Antenne. Die gibt es wohl auch wirklich in Russland. Ich weiß nicht, wo genau. Aber es ist so eine riesige Antenne, die es in den 80er Jahren eben gegeben hat. So ein riesiger Funkturm. Wenn man sich den Trailer anguckt, sieht das so ein bisschen wie die Kolossus-Achterbahn vom Heidepark aus. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und unten vor dieser Antenne sieht man eben so ein riesiges Camp mit ganz vielen Häusern. Also es sieht schon relativ spannend aus, wie sich dann Military Base verändern wird. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Dann kommt der nächste Sprung zum Damm. Dann sieht man den Damm so, wie er heute ist, fertig gebaut. Und wenn man dann nochmal kurz weiter skippt, dann gibt es immer noch diesen Übergang. Das heißt, man hat jetzt eine riesige Brücke. Ich muss sagen, das sieht eher so ein bisschen nach römisches Zeitalter irgendwie aus. Aber das ist so ein bisschen nach Herr der Ringe gefühlt. wie so eine riesige Brücke, wo man dann aber auch unten durchgehen kann. Das heißt also, der Bereich, der vom Damm gestaut war und wo das Wasser oben war, scheint jetzt offen und zugänglich zu sein. Also du kannst da unten hochgehen. Ich habe jetzt auch schon bei dem einen oder anderen YouTuber gesehen und gehört, dass es wohl auch jetzt, dass man von hinten, also dass man von unten durch die Brücke durchgehen kann und von hinten oben auf den Damm raufgeht sozusagen. Vor dem Damm ist natürlich jetzt alles noch grün mit viel Wasser und allem drum und dran. Das ist also noch nicht alles so, wie wir es heute kennen, mit eingefroren und Co. Also es sieht schon sehr spannend aus. Und wenn man dann weitergeht, dann sieht man so einen Minenschacht. Das sieht für mich so ein bisschen nach Quarry aus. Das sieht für mich so aus, als ob Quarry vielleicht noch nicht so tief ist, so tief gebuddelt ist, sondern dass das vielleicht ein bisschen höher angesetzt ist und man dann noch für einzelne Minenschächte hat, wo man vielleicht auch runtergehen kann. Sieht auch spannend aus, würde mich auch freuen. Also dann, ich fände es persönlich wirklich gut, wenn man eine Map bekommt, wo man sich noch auskennt, wo man sich so ein bisschen heimisch fühlt, aber trotzdem viele neue Dinge entdecken kann und so ein bisschen frischen Wind reinkommt. Direkt nach dem Minenschacht kommt auch der nächste Cut. Dann kommen wir an Flughafen. Der Flughafen sieht ja so ein Ticken kleiner aus irgendwie. Also man sieht nicht sehr viel davon. Man sieht auf jeden Fall ein Flugzeug aus den 80er Jahren. Auch ein heiles Flugzeug in diesem Fall. Nicht wie das einzige kaputte Flugzeug, wo man reingehen kann.
sondern hier sieht man ein großes, das sieht auch ausgebaut aus mit einer Treppe, wo man reingehen kann. Und dann, das war es dann auch schon. Also das wird wohl der Flughafen in den 80er Jahren sein. Und wenn man dann nochmal weiter skippt, dann sieht man so eine kleine Szene aus Downtown, wo jemand mit dem Raketenwerfer auf dem mittelhohen Haus steht und auf dem Auto unterschießt. Das ist alles so ein bisschen offener. Es sieht nicht so zugebaut aus, halt wie in den 80er Jahren eher, würde ich mal sagen. Als ob die Stadt da noch nicht so ganz so dicht besiedelt ist oder war, wie sie eben heute ist. Und sobald dieser Raketenwerfer eben schießt, ist der Trailer in dem Fall schon vorbei. Also es sieht schon sehr, 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 sehr spannend aus. Ich halte euch, was das angeht, auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich habe jetzt vorhin auch nochmal im Internet geguckt, so ein bisschen auch auf Reddit. Also die ganzen Sachen, die es dazu gegeben hat, wurden alle entfernt. Man kann leider nicht mehr viel dazu zu finden, aber es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Zudem ist es so, dass aktuell die Story sehr schnell vorangeht in Warzone. Also die Computer sind jetzt von 5 auf 33% Fortschritt gestiegen. Es gibt jetzt das Bombardement, also die Computer in den Bunkern sind jetzt auf jeden Fall auch Shops. Da kannst du das Bombardement mit so einer Karte starten und dann werden Raketen eben abgeschossen nach Downtown, also da, wo die Zombies wohl irgendwie auch sind. Also sieht schon aktuell sehr, 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 sehr spannend aus. Es bewegt sich sehr viel. Die Zombies werden auch immer stärker, habe ich das Gefühl. Also es gibt jetzt auch so Gas-Zombies, es gibt EMP-Zombies, die gab es am Anfang gar nicht. Ich war jetzt gestern tatsächlich das erste Mal wieder in der TV-Station bei den Zombies, also beziehungsweise generell bei den Zombies. Und ja, also da passiert gerade aktuell sehr, sehr viel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Deswegen komme ich ja gar nicht dazu, Tipps und Tricks für Warzone zu machen, sondern bin dabei, die ganzen Nachrichten hier immer aufzuholen. Ich mache ja nur 2 Videos die Woche. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Aber ja, falls ihr interessiert seid, mehr Videos zu bekommen zu Warzone, dann schon abonniert gerne den Kanal, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.